Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Wir haben heute Ostermontag und ich habe gedacht, ich nehme euch wieder mit durch unseren Tag. Ich hoffe, ihr hattet gestern schon einen schönen Ostersonntag und wenn ihr das Video gesehen habt, generell schöne Ostertage. Wenn ihr euch wundert, was ihr gerade im Hintergrund so Geräusche macht, Bruno frühstückt. Und ich will jetzt auch eben Pancakes machen und ja, dann starten wir entspannt in den Tag mit einem leckeren Frühstück und danach mache ich mich erstmal in Ruhe fertig. Ich sehe nämlich momentan nicht ganz so wach aus. Aber es liegt auch daran, dass ich momentan überhaupt gar keine Wimpern-Extensions mehr trage. Deswegen sehe ich aus wie so ein Nacktmull, heißen sie, glaube ich. So fühle ich mich zumindest immer, wenn ich überhaupt gar keine Wimpern habe. Man sieht dann immer noch 100-mal müde aus. Also mir geht's so. Deswegen mache ich mich dann erstmal fertig. Und dann kann ich euch auch nochmal zeigen, wie ich meine magnetischen Wimpern jetzt anbringe. Denn ich habe jetzt, glaube ich, so den Dreh raus. Aber das zeige ich euch dann. Jetzt mache ich erstmal Pancakes. Pancakes sind so gut wie fertig. Wir haben hier schon so ein kleines Türmchen. Mila hat gesehen, dass es Pancakes gibt, hat voll das Theater gemacht. Deswegen, ja, sie wollte unbedingt Joghurt. Dann gibt es für sie halt Joghurt, also Joghurt mit Haferflocken. Bisschen Honig, da sind jetzt Rosinen drin und Banane gibt es noch dazu. Kaffee haben wir uns natürlich auch schon gemacht. Und Ahornsirup darf natürlich auch nicht fehlen. Meine rote Gießkanne. Mila ist Pirat. Was siehst du noch? Deine rote Gießkanne? Deine Sandkiste? Mensch. Wollen wir dich mal eben umziehen? Dann können wir raus. Aber auch Piraten müssen mal ihren Schlafanzug ausziehen, Mila, ne? Ja, Piraten gehen nicht in Schlafanzug raus. Ja. Ich zeige euch gleich, wie ich meine Wimpern anbringe. Also ich habe mich jetzt so weit geschminkt, dass ich jetzt nur noch die Wimpern anbringen muss. Und Mila will jetzt aber erstmal in den Garten. Die hat nämlich gestern vom Osterhasen eine Sandkiste bekommen. Ja, die Schuhe stehen hier schon vor der Tür, Mila. Und die haben wir dann gestern aufgebaut. Und ein paar neue Sandspielsachen hat sie auch bekommen. Sandkiste. Sandkiste? Ja. Ja? Kriegst du deine Schuhe an? Guck mal, die musst du gar nicht ganz rausziehen, Mila. Wenn du die ganz rausziehst, dann kriege ich die nicht wieder rein, wenn du den Schuh anhast. Guck mal, das muss erstmal da durch. Warte. Guck mal, das machen wir erstmal durch und dann Schuh anziehen. Garten sieht zwar noch etwas wüst aus, aber Hauptsache Sandkiste steht. Das habe ich zugemacht, ja. Damit da keine Katzen oder so raufgehen, ne? Ja. Ne? Und jetzt machen wir das Dach hoch. Dann kannst du da dran spielen. Guck mal, machen wir zusammen. Noch mehr? Ganz hoch, genau. Nee. So, viel Spaß. Gut, ne? Die hat Mila hier unter anderem vom Osterhasen bekommen. Coolste Schaufel überhaupt. Zack. Bitte schön, Mila, viel Spaß. Ja. Dann will ich jetzt mal eben meine Wimpern anbringen. Ich hoffe, dass es heute auch klappt und nicht nur irgendwie gestern so gut geklappt hat. Und dann muss ich den Salat für heute Nachmittag vorbereiten, denn Julians Eltern kommen zum Grillen. Und dann mache ich wieder diesen Linsensalat, weil der einfach so gut ist. Aber das sind irgendwie zig Arbeitsschritte und der dauert immer so ein bisschen. Ich habe hier voll die abgebrochenen Haare. Seht ihr das? Nicht einfach nur ein bisschen Babyhaar, so richtig. Da steht auch. Ah ja, wie auch immer. So, jetzt werde ich mal gucken, wie ich euch am besten zeigen kann, wie ich die Wimpern anbringe. Muss ich mal gucken, wie ich es am besten filme. Jetzt bin ich relativ nah am Spiegel und ich hoffe, ihr seht es gleich einigermaßen. Ich habe, wie gesagt, von MAC Lashes die Honey Wimpern. Und hier sind, wie gesagt, die Wimpern, also mit dem Wimpernkranz. Und hier diese zwei kleinen Magnete, die dann eben von unten drunter kommen. Und ich hoffe, ihr seht es halt hier vom Licht, weil, ja, ich versuche es euch einfach zu zeigen und hoffe einfach, dass es jetzt auch so klappt. Jetzt muss ich erstmal meine zwei Pinzetten raussuchen. Diese zwei Pinzetten nehme ich. Das hier ist so eine richtige Wimpernpinzette, die ich mir mal irgendwann für so künstliche Wimpern geholt habe oder eine ganz normale Pinzette. Die sind leider beide magnetisch. Das heißt, es ist noch ein bisschen kniffliger. Wenn man einfach Kunststoffpinzetten sich, glaube ich, holen würde, wäre es noch ein bisschen einfacher, weil dann eben die Wimpern nicht noch da dran hängen. Also muss man so ein bisschen gucken. So. Jetzt fange ich einfach mit dem rechten Auge an.
Was ich vorher noch mache, ist einmal meine Wimpern so ein bisschen biegen, weil dann die Wimpern, also die MAC Lashes, noch ein bisschen besser drauf halten. Das sind einfach alles so Tipps, die ich bei denen auf Instagram gelesen habe und jetzt einfach ausprobiere. So, Wimpern, Gegenstück. Wollen wir mal gucken, wie es heute klappt. So. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, aber die erste Wimper sitzt. Ich müsste jetzt von oben nochmal gucken. Aber ich glaube, die sitzt auch ganz gut am Wimpernkranz. Ich weiß halt nicht, wie gut ihr das jetzt sehen könnt, aber ja. Also für mich sieht es soweit ganz gut aus. Und jetzt werde ich noch versuchen, das andere Auge anzubringen, also nicht das andere Auge, sondern die andere Wimper, ist klar. Und fertig sind die Wimpern angebracht. Ja, also für mich im Spiegel sieht es jetzt soweit gut aus. Ich müsste jetzt nochmal gucken, wenn man das Auge schließt, ob es wirklich gut am Wimpernkranz sitzt. Aber ja, ansonsten bin ich sehr zufrieden. Also einfach immer wieder üben, üben, üben. Und dann geht's. Und ich hatte heute einfach Lust, mich wieder ein bisschen mehr zu schminken, weil das ist jetzt ja nicht wirklich mein Alltags-Make-up mit Lidschatten und so weiter. Und es hatten einige gefragt, warum ich keine Wimpern-Extensions mehr will. Mir war es auf Dauer, oder ist es auf Dauer irgendwann zu nervig. Also dieses Vorsichtige, man kann sich nicht ständig über die Augen reiben und beim Duschen, man muss vorsichtig mit dem Wasser sein. Man will ja auch nicht immer irgendwas am Auge haben. Und das hat mich irgendwie genervt, dass man halt immer irgendwas am Auge hatte. Und das finde ich so eine ganz gute Alternative, weil man kann es halt morgens ranmachen, abends abnehmen. Und ja, ich werde mir jetzt aber bis zur Elternzeit nochmal Wimpern-Extensions machen. Also wahrscheinlich sozusagen einmal, dass ich noch einmal zum Termin gehe. Und wenn ich in Elternzeit bin, lasse ich Wimpern-Extensions weg und nehme dann eben diese MAC Lashes. Aber jetzt, wenn ich noch Frühschicht habe und noch nicht ganz so geübt bin und das ein bisschen länger dauert, nutze ich noch einmal die Wimpern-Extensions. Also so viel zu meinen Wimpern. So, und jetzt werde ich mich an den Salat machen. Werde mal schauen, was Mila hier in ihrer Sandkiste macht. Da spielt sie schön mit ihrer Schaufel. Sie hat sich so gefreut über die Sandkiste. So süß gestern gewesen. Ach ja, buddelt sie jetzt den Sand aus der Sandkiste raus? Thank you.
Der Salat ist jetzt auch endlich fertig. Ich habe fast eine Stunde, glaube ich, gebraucht, obwohl ich gut vorbereitet habe. Ja, ist jetzt alles in der Schüssel. Ich lasse das Ganze jetzt ein bisschen abkühlen, weil ich ja Karotte und Lauch in der Pfanne anbraten musste. Und dann werde ich nochmal abschmecken. Und dann werde ich mir jetzt überlegen, was wir zum Mittagessen machen, den Abwasch machen. Und dann ist hier gleich ja Mittag und ich hoffe, dass Mila heute schläft. Gestern hat sie nicht geschlafen. Also ist immer jeden Tag unterschiedlich. Mal schläft sie nicht. Mama. Was soll ich machen? Mein Arm. Ich soll in deinen Arm laufen? Ja. Okay, hältst du Arm auf? Okay. Oh, hallo. Oh. Was soll ich machen? Hier, ich soll mich hier hinstellen? Ja. Und jetzt? Ach so, und dann kannst du von da vorne in meinen Arm laufen. Okay. Arme sind auf. Hi. Oh. Oh. Bist du schnell. Wollen wir dir mal eine Hose anziehen? Hm? Hand. Zack. Deine Frisur sieht ja auch wild aus, du. Ganz Haare sind aus den Zopfgummis raus. Hups. So. Was ist das? Olivenöl? Kann man auch nicht trinken. Ja? So, wollen wir die Hosen mal eben anziehen? Kann man nicht aufmachen, ne? Ja, du das auch nochmal aufschneiden. Geht das auf? Die kann man nicht aufschneiden, das ist ja aus Holz, Mila. Ja, Holz. Das ist ja nur ein Spielzeug, ne? Das soll man gar nicht aufschneiden. Eins, zwei und... Oh! Wir haben es mittlerweile 14:30, Mila schläft noch, aber Julian weckt sie gleich und ich will mal eben die Klappstühle auf der Terrasse abwischen. Julians Eltern kommen ja gleich zum Grillen, aber wir haben gestern unsere Gartenmöbel eingeölt und die sind noch nicht so richtig trocken. Ist noch nicht so richtig eingezogen, deswegen habe ich jetzt zwei Klappstühle rausgeholt. Die sind aber noch ein bisschen staubig und wenn gar nichts hilft, müssen wir drin essen, aber es ist heute so schönes Wetter. Bisschen ärgerlich, bisschen doof gelaufen und wir müssen uns demnächst sowieso nach neuen Gartenmöbeln umschauen, weil die waren für den Balkon super, aber hier brauchen wir was Größeres. Weil das ist ja nur der kleine Tisch, die Truhe und die zwei Stühle da hinten und die will ich jetzt mal eben abwischen. Und hier sieht man, dass das noch nicht eingezogen ist. Auf der Seite komischerweise ja, aber hier noch nicht. Bisschen doof. Guck mal, wer da wieder wach ist. Die kleine Millemaus, ne? Hast du gut geschlafen? Ja. Ja. Guck mal, Papa legt die Tischdecke auf den Tisch. Wir haben jetzt diese Wachstischdecke genommen, die wir sonst immer für Mila zum Basteln nehmen. Wird sonst keine Tischdecke nehmen, aber damit wir den Tisch draußen trotzdem benutzen können. Du willst rausgehen? Ja, dann müssen wir gleich mal... Ach, deine Schuhe stehen da noch. Nein. Ohne. Schuhe anziehen. Nee, nicht ohne. Auf Socken. Ah, ah. Dann musst du deine Socken ausziehen, Mila, musst du barfuß laufen. Na, aber auf Socken laufen wir hier draußen nicht rum, Mila. Ne? Guck mal, Mama und Papa haben auch Schuhe an. Da hinten sollen wir was verstecken? Ja. Ja, was denn? Komm mal her. Ich das verstecken lassen. Du willst das verstecken? Ja. Gut, das sind nämlich die Sachen, die der Osterhase für Oma und Opa da gelassen hat. Ich nehme den Osterhase. Du nimmst die Hasen, okay. Und wo sollen wir die jetzt verstecken? Du nimmst den. Okay. Und ich. Okay. Guck mal. Gucken wir das dahin. Dahin? Da können wir das oben hin. Okay, wollen wir es vielleicht eher in Schatten legen? Ja. Das ist besser, wenn wir das in Schatten legen, weil sonst schmilzt das in der Sonne, okay? Ja. Okay. Ja, das, die auch die Bohnen. Genau, die legst du da hin und dann verstecken wir noch die Schokoeier irgendwo. Ich habe auch eine. Die auch eine. Genau. Guck mal, die können ich wir in den Baum. Papas. Genau, nimm mal ein blaues und ich nehme ein gelb oder ich nehme die gelben. Das sind für Papa. Komm mal mit. Hier lang. Komm her. Guck mal. Die halten hier ganz gut. Passen da zwei Eier hin? Ein blaues noch? Genau. Lass mal los. Oh, guck mal, das ist gut. Hier. Guck mal, der Hund, der passt drauf auf. Guck mal, legen wir da hin. Willst du das andere Ei auch da hinlegen? Super. Komm. Gut versteckt. Windig, ne? Im Stopp. Da freut sich der Osterhase bestimmt, dass wir ihm jetzt geholfen haben. Meinst du, Oma und Opa finden die Sachen gleich? Hm? Ja? Ansonsten musst du denen ein bisschen helfen, okay? Hm? Ja?
Das süße Oberteil ist übrigens von Ernstins Family. Wir mussten ein paar kurze Oberteile kaufen, weil es ja jetzt super schön warm ist. Wir aber überhaupt keine T-Shirts haben. Aber das ist echt super süß. Was hast du denn in deinem Haar? Ist das nur ein Stirnband? Aber du kannst wahrscheinlich schick. Mal Garnelen und sowas reinmachen. Oh, machst du Eis für Oma und Opa? Nein. Nein, was machst du denn? Nee? Okay. So, ich werde den Vlog an dieser Stelle jetzt auch beenden. Julians Eltern sind nämlich da und Julian hat den Grill schon angeschmissen. Wurst und Fleisch liegt schon drauf, das heißt, wir werden gleich lecker essen. Mila hat mit Oma und Opa schon die Schokoeier gesucht. Also eigentlich hat sie direkt gesagt, Oma, Opa, da ist alles. War ganz witzig und jetzt hat sie ganz aufgeregt gerade die Sandkiste gezeigt. Und ja, von daher machen wir uns jetzt einen entspannten Nachmittag mit lecker Essen. Und ich werde mich die Tage auf jeden Fall wieder melden. Macht's gut, meine Lieben. Bis dahin. Tschüss.